Hallo, ich habe ja jetzt mein Modell oder meine Zeichnung erzeugt. Diese wurde in Helios abgespeichert und ich kann diese hier jederzeit über dieses Icon laden. Das heißt, jetzt wurde mir meine Konstruktion geladen, welche jetzt natürlich noch leer ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein Profil einbaue, dann ist natürlich der Einbau generell gleich wie ohne Helios. Im Prinzip muss man sich einfach hier vorstellen, dass das Helios diese ganzen Teile und Zeichnungen verwaltet. Das heißt, ich mache hier einfach einen Anschluss und natürlich hier auch, um einfach ein paar unterschiedliche Teile in der Konstruktion zu haben. So, fürs Helios ist natürlich wichtig, dass ich hier positioniere und speichere. Das heißt, hier, wenn ich auf diesen Knopf drücke, wird mir meine Gleichteilsuche ausgeführt, was jedoch bei dieser Konstruktion nicht funktionieren wird, weil dies kein Positionierungsmodell ist. Das heißt, ich schließe meine Konstruktion und gehe zurück ins Helios und beim Anlegen habe ich ja bewusst darauf geachtet oder das so eingestellt, dass dies kein Positionierungsmodell ist. Dies kann ich hier bei meiner Konfiguration hier einstellen. Weiters muss ich hier auch im Prinzip einen Bauabschnitt, also S für Stahlbau und oder G für Gesamt und S für Stahlbau definieren, da ich hier bei mir grundsätzlich eingestellt habe, dass die Zeichnungsnummer immer die Projektnummer, sprich 15050, plus danach den Bauabschnitt, also G für Gesamt, und danach den Fertigungsabschnitt und danach den Positionstext. Das heißt, wenn ich hier nochmal die Konstruktion öffne, dann kann ich hier unter der Zeichnungsverwaltung nachschauen, unter den Vorlagen Attributszuordnung, nach welcher Einstellung meine Zeichnungsnummer generiert wird. Bei mir ist dies folgend eingestellt, dass ich hier den Positionstext vom Artikelstamm des Styles nehme und dieser Positionstext wird folgend in dieser Positionsnummer generiert. Das heißt, ich habe das hier sehr so eingestellt, Projektnummer plus den Bauabschnitt plus den Fertigungsabschnitt und zum Schluss den Positionstext. Warum ich das so eingestellt habe, dass die Zeichnungsnummer von der Positionsnummer kommt, hat folgenden Grund, dass ich meine DXF, meine Step-Daten, meine NCX-Daten alle immer mit demselben Wert haben möchte. Das heißt, ich möchte jetzt meine Gleichteilsuche durchführen. Dazu habe ich hier meinen Favoriten Stahlbau Positionstext, welcher bei mir so eingestellt ist, dass die Baugruppen ein BG davor kommen, Profile ein BR, Bleche ein BL. Jetzt habe ich meine Positionierung durchgeführt und anschließend muss ich hier im Prinzip den Speichervorgang erzeugen oder speichern. Im Grunde genommen, wenn HiCut und Helios das erste Mal installiert worden ist, kann sein, dass hier eine Meldung kommt, dass gewisse Artikel nicht in der Datenbank von Helios eingetragen sind. Dies wird in irgendeinem späteren Video einmal gezeigt von mir. Im Grunde genommen habe ich jetzt, oder muss man sich vorstellen, habe ich jetzt meine Baustelle erzeugt und jetzt habe ich hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Zeichnungen zu erzeugen. Im ersten Schritt werde ich hier aber nur über den ersten und, sage ich mal so, aus dem wichtigsten Knopf hernehmen. HiCut, er listet mir jetzt alle Teile in der Konstruktion auf, welche keine Zeichnung haben. Ich kann diese hier auswählen oder ich kann auch alle auswählen und mit OK bestätigen und diese Teile in eine Werkstättenzeichnung erstellen lassen. Dasselbe kann ich natürlich auch mit den Baugruppen machen.
Im Grunde genommen, dieser Knopf ist so eingestellt, dass jedes Einzelteil auf einen Plan kommt und jede Baugruppe auf einen Plan. So, jetzt wurden mir meine gesamten Zeichnungen dieser Konstruktion erzeugt. Das heißt, wenn ich hier nochmal draufklicke, sehe ich, alle Zeichnungen für das aktive Modell sind aktuell. Ich kann jetzt zum Beispiel nach Helios gehen und meine Anzeige aktualisieren. Und ich sehe hier natürlich alle meine Einzelteile. Ich sehe hier darunter auch alle die dazugehörigen PDFs. Und man sieht auch hier, dass diese denselben Namen haben. Und ich habe hier auch sofort mein aktives oder aktuelles PDF. Dies ist im Prinzip nur eine Einstellung, wie man diese Zeichnung erzeugen kann. Im Grunde genommen möchte ich hier in diesem Video noch zeigen, wie ich hier in diese Werkstättenzeichnung direkt aus Helios gehen buchen möchte. Dann kann ich ein Teil anklicken. Unter Zeichnungsverwaltung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier direkt in die Fertigungszeichnung dieses Teiles zu springen. Ich kann natürlich hier jederzeit ein Maß ergänzen. Das heißt, ich kann hier, was ich auch machen möchte, ein Maß ergänzen. Wenn ich hier diese Konstruktion abspeichere oder diese Zeichnung abspeichere und ich schaue mir hier dieses Profil 101 im Helios als PDF an, dann wurde mir hier sofort dieses PDF auch aktuell abgelegt. Das heißt, jede Änderung, die Sie im HiCard machen, dann werden natürlich sofort auch die PDFs und die Unterlagen dazu aktualisiert.